Zuschauer, herzlich willkommen. Wir haben es ja vorhin in der Sendung bereits gehört. Taxifahrten könnten bald deutlich teurer werden. Hamburgs Taxiunternehmen wollen nämlich die Preise erneut nach oben schrauben. In einem Antrag der zuständigen Behörde, das in diesem Fall die Wirtschaftsbehörde, vorliegt, fordern sie, dass die Kunden wieder ab der ersten Sekunde Stillstand zahlen müssen, also etwa vor Ampeln oder auch im Stau. Bisher zählte das Taxameter erst nach einer Minute weiter. Bei mir im Studio ist jetzt zu Gast Clemens Grün vom Taxenverband Hamburg. Herr Grün, das klingt ja erstmal nicht so dramatisch. Wer allerdings in einer Rush-Hour unterwegs ist und da mal so richtig festgefahren im Stau sitzt, da kann sich ja so ein Fahrpreis schlankerhand verdoppeln. Nein, nicht verdoppeln, aber er würde um zum Beispiel 10% nach oben gehen können. Er würde dann an anderer Stelle, wo es zum Beispiel in den Abendbereichen am Wochenende schneller vorangeht, dann aber auch entsprechend weniger werden. Wie das? Weil wir als Ausgleich für den Wegfall dieser Karenzminute, also der Zwang sozusagen, unsere Dienstleistung kostenlos anzubieten, das ist ja nicht immer nur eine Minute. Es ist jede Minute, die man steht. Jede angefangene Minute, also jede Ampel, sind wir gerade wieder kostenlos unterwegs. Jeder kennt, Zeit ist Geld. Das ist bei uns nicht anders und es ist eigentlich nicht einzusehen, dass das bei Hamburger Taxifahrern anders sein soll. So etwas gibt es in fast keiner anderen Stadt in Deutschland. Jetzt muss man ja dazu sagen, wir haben Car2Go, wir haben die Stadträder, die sich großem Erfolg erfreuen, wir haben eine sehr gute öffentliche Nahverkehrsanbindung. Ist das jetzt nicht kontraproduktiv? Das will ja, dass die Leute wieder mehr Taxi fahren. Das sagen tatsächlich ein paar auch unserer Kollegen, die da Konkurrenz aufkommen sehen. Wir sehen das nicht so. Für uns ist eigentlich das Taxi eine gute Ergänzung für diese Dinge. Also für Leute, die dann tatsächlich aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten in Hamburg preiswert und gut voranzukommen, dann auf sein eigenes Auto verzichtet, der steigt gelegentlich auch mal in ein Taxi. Also wer, sagen wir mal, mit Car2Go zu einer Party fährt, kann mit Car2Go natürlich nach Alkoholgenuss nicht wieder zurückfahren. Dann steigt er in ein Taxi. Also solange er nicht mit dem eigenen Auto fährt, weil dann bleibt immer einer nüchtern. Ist das eigentlich eher für unser Geschäft belebend. Sie wollen also nicht auch eine Erhöhung des Grundpreises durchsetzen. Darum geht's nicht. Nein, also der Grundpreis soll eingefroren werden und wir bieten sogar an, die ersten 10 Kilometer in Zukunft billiger zu fahren, damit der Preissprung nicht so hoch wird, also als Kompensation. Aber wir wollen den Abstand zu den anderen Städten verringern. Also wir sind, was die realen Fahrtpreise betrifft, nicht die auf dem Papier, sondern das, was die Leute wirklich zahlen, deutlich hinter anderen prosperierenden Städten wie Düsseldorf, wie Frankfurt, vor allen Dingen wie München. Und bei uns sind die Mieten oder auch die Benzinpreise genauso hoch wie dort, aber wir verdienen zum Teil 10% weniger als die. Und da sind auch keine Leute, die also abends das Geld mit der Schiebkarre in den Garten bringen. Das ist ein harter und zum Teil auch schlecht bezahlter Job, aber wir wollen zumindest nicht noch weiter abgehängt werden. Also wir wollen uns mit dem Abschaffen der Karenzminute wieder ein bisschen an die anderen, deutlich teuren Städte annähern. Jetzt geht aus dem Antrag an die Wirtschaftsbehörde ja auch hervor, dass man die Tarife für Senioren senken will und das ist eine ganz pfiffige Idee. Das ist neu, das gibt es noch nirgendwo. Wir bieten das ebenfalls an, sozusagen als Kompensation für die Erhöhung, die ja mit dem Wegfall der Karenzminute einhergehen würde, und sagen den älteren Mitbürgern, die das Taxi sich zum Teil jetzt nicht leisten können, wollen wir es so günstig machen, dass sie sich wieder leisten kann. Zum Beispiel Fahrten zum Arzt. Und Einkaufsfahrten werden auch häufig mit dem Taxi erledigt. Es gibt eine Reihe von älteren Mitbürgern, die haben kein eigenes Auto mehr oder benutzen das nicht mehr. Den wollen wir gerne anbieten, in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr das Taxifahren billiger zu machen. Übrigens nicht nur billiger gegenüber der Tariferhöhung, sondern sogar billiger gegenüber heute. Wir sind natürlich keine Samariter. Ich will es gerne erklären, wie wir dazu kommen. Es gibt einfach eine schwächere Zeit für Taxifahrer. Das ist eben diese Zeit 10 bis 16 Uhr. Vorher ist gutes Geschäft, danach auch. Dazwischen ist eine ziemliche Delle. Und wenn wir es hinbekommen, dass wir dadurch auch neue Kunden hinzubekommen, die dann sagen, ich fahre nicht um 9.30 Uhr zum Arzt, sondern um 10.30 Uhr,
dann hätten wir für beide was gewonnen. Die kriegen eine günstige Taxifahrt und wir kriegen eine Fahrt in der Zeit, wo sich sonst unsere Kollegen die Räder eckig stehen. Kann sich langweilen. Herr Grün, wie geht's denn jetzt weiter? Antrag ist eingereicht? Antrag ist eingereicht. Wann zahle ich mehr, sobald ich stehe? Wenn es so durchkommt oder wenn es einen entsprechenden Bescheid gibt auf unseren Antrag, das haben übrigens alle Hamburger Taxiverbände erstmalig seit Menschengedenken hier in dieser Frage zusammengestanden, weil uns das, wirklich auf den Nägeln brennt. Sind die sonst so verzankt? Ja, Taxifahrer können auch, einen burschikosen Umgang miteinander pflegen. Das sind die Berliner Taxifahrer, aber untereinander, okay. Taxifahrer, also man hat an einem Strang gezogen. Hart, aber herzlich. Also es wird an einen Strang gezogen, weil uns das wirklich allen auf den Nägeln brennt. Übrigens ist es nicht nur positiv für die Taxifahrer, auch für die Kunden. Sie bekommen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie im Stau nicht bezahlt werden, immer dann, wenn es mal richtige Menschenmassen gibt, nach einem HSV-Spiel oder wenn die Messe abends zu Ende ist, dort zu wenig taxen. Weil man muss eigentlich Geld mitbringen, um die Fahrten dort zu erledigen. Wann? Herr Grün, wann wird es soweit sein? Wir müssen zum Ende kommen. 1.9. könnte es werden, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen, damit wir, wie gesagt, den Abstand zu den anderen Städten zumindest kleiner und niedriger machen. Ganz herzlichen Dank, Clemens Grün vom Taxiverband Hamburg. Und wenn Sie weiter mit dem Taxi fahren wollen, dann haben Sie jetzt gehört, wie es in Zukunft weitergeht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.